Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, das letzte Mal haben wir uns jetzt um einen neuen Standort vom Bahnhof unterhalten und auch aufgebaut. Und ich habe noch als letztes das Warenhauslager hingestellt. Ich muss mir jetzt nur noch. Wo sind die Mauern da? Und zwar, ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse jetzt den da. Also den da ist frei. Dann wird hier hingebaut. Das heißt jetzt aber, ich möchte dich hier weghaben. Dann brauche ich jetzt das Lager. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall 1, 2 frei haben. Nochmal. 1, 2. Nee. 1, 2 frei haben. So ist es richtig. Okay, dann brauche ich jetzt nochmal. Okay, ich habe keine Stahlträger. Ich habe 199 dabei. Ist mir klar. Also das heißt, das hier, der da geht hier raus. Und die fließen dann hier rein. Und die gehen dann hier raus. Und die gehen dann hier rein. Ja? Also das heißt, der da und der da, die prügeln sich drum, was alles da drin ist. Und dann habe ich hier nämlich einen Ausgang und hier habe ich einen Eingang. Dann kann ich aber, nee, ich muss eigentlich. Jetzt wartet mal. Nee, das machen wir anders. Ich mache doch überall einen hin. Aber ich gehe nur mit 4 raus. Ja, super. Also, das heißt, wir machen das jetzt dann so. Ja, jetzt habe ich dann genügend Platz. Weil dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt dann hier raus. Ne? Ah, okay, das sind nur 5. Muss ich mir gerade überlegen, mache ich dann doch die da oder mache ich die kleineren? Dann mache ich die kleineren. Aber des Weiteren ist mir noch aufgefallen. Weil ich hier wieder mal Flashing gemacht habe. Der Käse hier ist ja nicht sauber angeschlossen. So, du gehst jetzt mal weg. Wir schauen uns das hier genau an. Und ich habe dich ja umgedreht. Also, liest du mal rein. Dann kann der nämlich jetzt sauber arbeiten. Und wir schauen mal, ob das auch alles passt. Oh, ich habe Gott sei Dank schon welche dabei. Und schon ist das da alles voll. Der muss weg. Der ist ja falsch. Jetzt muss ich hier raus, weil das heißt, wenn der da falsch ist, nee, da habe ich den noch gar nicht gehabt. Ah, okay, stimmt, weil ich die Mittellinie nicht abgerissen habe und ich habe mehr verlängert. Sehr schön. Das heißt, das da ist aber falsch. Und ich sehe gerade, ich brauche auf jeden Fall nochmal Eisen. Aha. Ja, und ich bin jetzt gerade sozusagen an der letzten Kiste angekommen. Okay, also dann zerfledderst
du den bitte? So, wie schaut es hier aus? Hier habe ich noch weitere 5. Da bin ich jetzt überall leer und die sind jetzt auch überall leer. Mal gucken, wie viel habe ich von denen noch? 432, das ist super. Dann kommst du da rein, du kommst weg. Da kommst du rein. Da kommst du rein. Und du gehst auch rein. So. Dann heißt Nummer 1, 2, 3, 4. Ja, weil ich eigentlich viel zu wenig Eisenzahnräder habe. Ich muss unbedingt Eisen anschließen. Das bleibt mir nicht anders übrig. So. Was machen wir denn für Forschung? Hammercrafting 3. Modulare Rüstung. Modulare Rüstung klingt doch nicht schlecht. So, dann heißt es jetzt, wenn man sich das da anschaut gegenüber dem da, ne, das schaut einfach nur noch mickrig aus. Das ist total faszinierend. Und was man jetzt halt sieht, ne, okay, sind es noch nicht alle auf der höchsten Stufe, ja, aber ja, es kommt halt und Kupfer ist ja auch schnell. Ja, der ist jetzt schon weitaus schneller als der. Die müsste ich eigentlich jetzt auch die ganze Zeit durchgehend bauen, ne, dass wir da was hinkriegen. Habe ich jetzt mir was geholt? Ja. Ja. Aber ich muss die nämlich auch noch machen. Gleich nochmal. Okay. Da kommt hier bitte ein Tor rein. Ich möchte hier auch raus. So, und dann sieht man, ja, also die Bänder sind, wenn jetzt die Kisten jetzt da hinten voll werden, fängt sich's natürlich hier stauen an, klar. Aber wir möchten es ja irgendwann auf die Spitze treiben und dann sollte da mehr da sein und dann heißt es irgendwann, ja, ich brauche von denen Öfen halt noch mal unten welche. So, wir schauen jetzt aber erst einmal uns an, wie es jetzt hier ausschaut. Dann kommt das nämlich jetzt mal alles weg. Ja, weil alles sozusagen jetzt dann von hier, von den Lagern, so schnell geht das, von den Lagern oder von der Bahn reingeworfen wird. So. Bin gerade beim Überlegen, ob ich das komplett anders aufziehe. Und zwar, dass ich das in der Hinsicht so hochziehe, dass ich sage, okay, ich gehe hier rein und lasse das alles nach vorne laufen. Aber wie gesagt, dann bräuchte ich halt andere Bänder. Das heißt, ich muss jetzt dahin arbeiten. Weil man darf ja nicht vergessen, ne? So. Da kann ich es vergessen. Gehe ich mal hier hin.
So. Ja, da habe ich jetzt gerade mal zwei Platz, ne? Nicht viel. Ne, da kommen dann auch hier keine Lagerhäuser hin, sondern da kommen wirklich nur Schienen hin. So, Abtransport ist nach unten. Ich kann ja Gott sei Dank sehr viel auch unterirdisch bauen. Das habe ich auch abgeschlossen. Das sind 250. Ein tragbares Solarpanel. Glaube ich nicht das Schlimmste. So, dann brauche ich noch ein Tester und Tester. Dann habe ich nämlich das auch weg. Problem ist halt leider, das Compressed so funktioniert nicht so, wie es ich mir erhoffe. Ja, da kann ich so rausgehen, das ist kein Problem. Aber unten nicht. Also ich kann hier nicht rausgehen, weil da brauchen nur 24 drin sein. Habe ich ein Problem. Okay, also dann haben wir jetzt dann das. Dann haben wir hier auch nochmal 4. So, dann habe ich jetzt den nächsten Bahnhof. Der nächste Bahnhof kommt hier an. Und ich habe dann die nächste Ampel hier. Der schon wieder fertig. Persönlicher Akku. Einen persönlichen Akku brauchen wir auf jeden Fall auch. Eigentlich heißt es jetzt ja, wenn da dann der Zug ist, beziehungsweise im Moment den nächsten Zug, stelle ich gleich mal auf. Kann ich mir noch. Güterwagen. Cargo-Wagen 2. Davon 2 Stück bauen bitte, danke. Und schon ist der persönliche Akku fertig. Ist Exoskelett, machen wir auch gleich. Was weg ist, ist weg. So, aber jetzt gehe ich mal nach hinten, weil ich brauche jetzt Gleise. Ich muss auf jeden Fall immer doppelt denken. Gleise, Gleise, Gleise. Habe ich hier irgendwo schon einen mit Gleisen? Ja, da. Das heißt, ich brauche das da. Ich brauche dann Eisenstangen. Und ich brauche Steine. Einmal. Dankeschön. Und dann haust du mal drauf, weil ich brauche davon richtig viele. Vehicle Robot, Roboport Equipment. Bauen. Mach. So, da ist auch nichts mehr Gelbes. Da ist was Gelbes. Das heißt, die da sind nochmal fertig, das heißt, die kann ich entleeren. So, die entleere ich gleich komplett. Das haben wir. Mal die nächsten 333 sind wieder fertig.
kommst du da rein, gehst da rein. Und du gehst da rein. Da kann ich momentan. Ah, doch, ich könnte was machen. Ich habe noch welche. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das. Wie weit ist die Schiene? Dann schätzungsweise da das da neu einbauen. Haben wir wieder keine Eisenplatten mehr. Total schlimm. So. Aus durch. Sehr gut, dann haben wir jetzt über 500 Schienen dabei. Ich kann einen Bahnhof bauen, ich brauche eine Leuchte. Wie gesagt, erstmal Eisen anschließen, dass Eisen auch soweit da ist. Bevor ich. Na doch, ich muss jetzt sowieso nochmal rauf. So, schauen wir mal auf die Minimap. Jawohl. Da hinten ist das Ausrufezeichen. So, und dann heißt es aber, wir machen noch schnell die Patronen austauschen. Als hätte ich es gerochen, dass die Grünen ausgegangen sind oder ausgehen. Und ich weiß, ich wollte was anders machen, aber. Ist wichtig. So, wir haben momentan drin 16, also das heißt, ich habe 20, ich habe 320 Stück drin von den blauen. Da könnte ich mal gucken, ob ich die nächste Stufe irgendwas von den blauen mache. Von den blauen gibt es da irgendwas, was man sagen könnte, macht total Sinn, dass ich das jetzt als nächstes erforsche. Ja, die fortgeschrittene Ölverarbeitung. Da brauche ich gar nicht mehr lange überlegen. Und das wäre eigentlich auch gleich der nächste. Automatisierung 4 wäre auch nicht schlecht. Hätten wir einiges, ja. Okay. Das läuft. Ich habe genügend das dabei. Genau, dann habe ich gesagt, ich brauche noch. Muss mir jetzt mal da ein paar nehmen. Ich brauche von denen da. Ja, okay, wobei ich habe jetzt 48 Stück dabei. Dann brauche ich jetzt von dir. Mach mal da was rein. Da was rein. Und ich brauche Stahl. Oh mein Gott. Ja, aber wir müssen ja ganz schönes Stück runter. Mein Problem ist jetzt gerade. Habe ich noch eine Fabrik da? Ja. Bauen wir schnell eine. Wir brauchen Landfill.
Habe ich momentan überall nichts übrig. Okay, erweiterte Ölförderung, Hammer. Dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes die Logistik 3. Dann machen wir Automatisierung 4 und danach Logistiksystem, wenn wir genügend haben. Wow, ich kriege gerade mal 12 Stück raus. Ja, weil ich muss natürlich in der Zeit, da wo ich jetzt mit der Bahn runtergehe, muss ich natürlich alles komplett bereinigen. Mehr habe ich jetzt leider nicht mehr. Okay, also. Wir latschen mal durch die komplette Ofenerittis. So, wir sind jetzt aber hier. Haha. Nee. Bevor wir jetzt da runtergehen. Okay, dann brauche ich jetzt bitte von dem da hier den Compactor. Und das kommt auch alles weg. Ne, den kann ich wegmachen. Dann bist du auch hier und du gehst dahin. Und du gehst weg und du gehst dahin. Frage, warte mal, wenn ich das jetzt dann so mache, macht doch mehr Sinn, ne? Ja. Dann kommst du weg, du weg, du weg, du weg. Und das da drehen wir alles um. Das geht halt nur nicht, weil ich das zu wenig habe. Oh. Nicht gut. Aber ich habe zwei Bahnhöfe dabei. Moment, ich habe doch noch zwei Wegen gebaut. Sind auch fertig. Reichweite, genau, das will man lesen. Aber ich habe schon mal zwei Züge. Ich bin nur gerade beim Überlegen. Ich glaube nur nicht, dass ich den hier verwenden kann. Ich glaube nicht, dass ich dann weiter drüben rüber muss. Also, dass ich dann irgendwo hier hinten muss. Weil es wird ja sonst immer hier steiler. Weil, wie gesagt, hier sollen ja eventuell dann nochmal zwei hin. Oder am besten eigentlich vier. Okay. Also. Die haben wir fertig. So. Ja, da bin natürlich ich im Weg. So, da sind jetzt dann zwei frei. Dann machen wir das jetzt trotzdem so. So. Der ganze Käse kommt hier weg. Das kann ich auch wegmachen. Okay.
Okay. Dann schmeiß mal das da bitte raus. Der tut es wieder entpacken. Aber ist mir egal. Hauptsache, das ist erstmal wieder weg und drin. Heißt, ich kann das jetzt nämlich hier auch alles abreißen. Dann habe ich schon mal auf jeden Fall das alles da, um den da hier zu bauen. So. Das heißt, du gehst jetzt hier rein. Und du gehst da rein. So, und dann gehst du hier raus. So, und der wichtigste ist jetzt eigentlich, so, dann kommst du hier hin. Nein, du kommst. Du kommst hier hin. Dann kommst du hier hin. Und dann gehst du hier nach unten. So, okay, das ist soweit jetzt richtig. Es kommt jetzt nur noch eine Reihe an. Das muss ich mir nur merken. Heißt, du kommst jetzt dahin. Stelle ich mich mal schnell hier hin. Okay, das ist jetzt der hier. Das heißt, du kommst auch dahin. Okay. Muss nur dran denken, ich gehe da raus und geh hier rüber. Das habe ich natürlich mit dem Eisen auch noch vor. Das heißt, du kommst dahin. Und du gehst da runter. Dann hätte ich jetzt, bin ich jetzt der felsenfesten Überzeugung, dann macht es am meisten Sinn, hier runter zu gehen. Dann gehen wir hier rein. Na, ich habe noch Eisen, Stein, Kohle, Uran kommt auch noch. Die fünfte. Und darf ich nie unterschlagen. Ehrlich gesagt. Nee, ich gehe wirklich da komplett runter. Ja, okay, nicht komplett. Bis hierhin. Einen lasse ich frei, weil da kann ich nämlich dann den Stein rein hinmachen. So, perfekt. Ich darf ihn jetzt nur noch nicht reinlassen, weil ich erstmal Inventar entleeren muss. Aber das machen wir jetzt anders. Funktioniert auch. Und wenn leer, kann es wieder abbeißen. So. Aber du läufst jetzt gleich sauber. Ja, jetzt habe ich vier Stück, die wir dann sozusagen auf eine Linie gehen. Ich vermute mal, irgendwann werden die ein wenig schneller.
Aber ich bin der Meinung, reicht. So, dann heißt es jetzt, ich reiße auch dich ab. Ich reiße das mit ab. Eisen muss ich da lassen. Kupfer kann ich erstmal abreißen. Ich habe noch genügend Kupfer drin, 226.000. Wenn mir das ausgeht, habe ich ein Problem. Da habe ich noch 48 drin, das geht mir definitiv aus. Okay, dann haben wir Logistik, die nächste Version. Dann habe ich gesagt, machen wir jetzt als nächstes. Den habe ich mir angeguckt gehabt. Aber ich möchte erst die anderen Fabriken haben. Die Automatisierung 4. Fahren wir nochmal schnell hinter. Da auch alles sauber läuft. Ah, nee. Da sind nur noch 100 Stück drin. Schauen wir mal, wie viel kriegen wir noch? 206 und 233. Das könnte jetzt auf jeden Fall reichen. Automatisierung 4 und eventuell die nächsten modularen Kisten. So, das heißt jetzt, ich muss jetzt die Schiene hier auf jeden Fall schon mal weiterbauen. So. Ehrlich gesagt, gehe ich jetzt hier nach unten. Und das ist jetzt auch das Wichtigste erstmal. Muss halt immer schön brav jetzt die Strecke freiräumen und nach unten gehen. Alles aus dem Weg räumen, was jetzt stört. Zum Beispiel die Bäumchen hier. So, dann machen wir mal den Freiräumer hier. Und ja, ich bin natürlich hellauf begeistert von mir selber. Kann nämlich Kleinigkeit vergessen. Oh, der ist abgeschlossen. So, habe ich jetzt noch irgendwas dabei, wo ich sage, ja, macht Sinn. Vor dem da das zu machen. Belt Balancer. Sind jetzt beide 100. Ich mache erst den Belt Balancer. Weil wenn ich blaue Bänder habe, will ich, dass das auf jeden Fall auch sauber läuft. So, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal mitnehmen in Steine. Und darin masse ich. Und ich muss Und ich merke gerade, ich bin erst bescheuert. Das klappt ja total. Nämlich gar nicht. Geh mal bitte in die andere Richtung. Mal da weg. Ja, das habe ich total clever gemacht.
So. Hau hier das Kupfer rein, obwohl es da drüben reinkört. Tja. Das ist nicht das Schlimmste, aber... Das war mal wieder typisch ich. Belt Balancer sind wir durch. Dann hätte ich gesagt, machen wir dich als nächstes. Und Dampfmaschine 3 und Heizkessel 3. Macht eigentlich auch Sinn, dass wir das noch machen. So, also von dir will ich mindestens... Ja. 3.500. Gute Zahl. So, wie schaut es bei dir aus? Naja, ich habe noch... Noch ein paar habe ich. So, die nächsten 333 kommen auch noch mal rein. Dann machen wir von... Ja. Ah, Motoren sind mal ausgegangen. Warum war mir das nicht klar? Nee, ich darf da nichts mitnehmen. Also ich habe jetzt Gehweg dabei. Und ich muss die Strommasten nämlich auch noch gleich mitdenken und mitmachen. Sonst werde ich irre. Und dann nehme ich gleich den oberen. Kommst du dahin? Kommst du dahin? Kommst du dahin? Und du bist jetzt der Erste. Alles gut. Und du gehst auch gleich mit runter. Ja. Ich muss jetzt halt immer schön brav alles freiräumen. Nächste hin. Da kommst du dahin. Und ich muss den Weg gleich mitziehen. Es bleibt mir leider nichts anderes übrig. So, der ist noch richtig gestellt. Der ist zwei weg. Der ist falsch gestellt. Der ist nämlich ein weg. Okay, dann kommst du dahin. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Rote Munition. Ein Buggy habe ich dabei, aber die Munition nicht. Ich habe zwar 600 Schuss gelbe Munition dabei, aber wir brauchen mal rote. So, die Forschung ist auch durch. Das heißt, wir gehen jetzt auf die nächste Art von Heizkessel. Und dann auf die nächste Art von Dampfmaschine. Ich hoffe, dass ich jetzt genügend von den roten dabei habe.
oder schon produziert habe. Gerade mal 100 Stück, das ist ja gar nichts. Die Schuss habe ich dabei. Ja, da kann ich jetzt erst mal das da lassen, aber ich brauche vom Buggy, also 200 Schuss brauche ich Minimum. Weil wenn man sich ja vorstellt, ne, wir gehen jetzt ja hier runter. Ja, das heißt, ich komme hier irgendwo an, habe dann hier irgendwo mein Kreuz. Es braucht nur hier irgendwo schon eine rote Basis sein. Ich sehe das da unten nicht alles sauber. Die breiten sich ja auch aus, die Viecher. Naja, weil ich dieses Feld und dieses Feld hier abtransportieren will irgendwann. Dann brauche ich auch irgendwann oben drei Bahnhöfe. Ne? Dass ich sage, okay, Eisen kommt an, Kohle kommt an, Stein kommt an. Und vor allem auch so, dass ich dann sagen kann, okay, Haupttrasse, Zug fährt hoch. Ja, aber wenn ich da was wegräumen muss, dann... Ja, aber das wird jetzt dann sowieso mal irgendwann Zeit, dass ich das mal dauerhaft produziere. Ja, ich weiß. Erst der Bahnhof, dann das Eisen. Wenn das Eisen da ist und das Eisen wieder sauber läuft, dann geht's mit der Automation weiter und dann wird auch das richtig weggemeuchelt. So, 200 Schuss habe ich dabei. Da stellen wir jetzt gleich den nächsten 100 Schuss her. Aber ich mache... Von der Forschung her mache ich da nichts mehr. Die Heizkessel habe ich glaube nicht mehr gepackt. Dann hätte ich gesagt, machen wir Movement Speed. Weil davon habe ich noch genügend. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, bleibe ich jetzt diesmal einigermaßen im Zeitrahmen stecken. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal die Schienen verlegen. Aber hier ist jetzt soweit alles schon mal klar. Das kann weg. Das werde ich jetzt noch alles schön hier brav sauber abreißen. Wenn ihr natürlich irgendwelche Kritiken habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare oder... Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.